Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, hier bei Nioh 2. Ich werde mich voll buffen und dann schauen wir, was uns beim Boss erwartet. Natürlich eine Cutscene. Nioh-Bulgar-Daro,この満開の桜. Okay, Rematch mit Tokichiro. Mal gucken, wie das läuft. Er ist jetzt auch ein Yokai. Das habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen habe ich mir... Oh, hey, du hast doch kein Ki mehr. Ach ja, stimmt, du bist jetzt ein Yokai. Das ist ein... Jetzt läuft es ein bisschen anders. Was vergessen. Okay. Stimmt, du bist ein Yokai. Ich darf dich nicht wie einen Mensch behandeln. Du kannst nicht gestunt werden. Das ist relativ passiv. Er ist relativ passiv. Oh. Viel Feuer. Coole Musik. Holy shit, okay. Damn it. Er ist schnell. Ich habe es dir gesagt, ich bin Hideyoshi, ich... Ich glaube, das wird ein cooler Kampf werden. Der gefällt mir bisher sehr gut. Also, ich habe noch nicht wirklich viel von ihm gesehen. Aber es scheint gut zu sein. So, Problem ist ein bisschen, das Buffen ist nicht so einfach hier. Naja, es geht. Wir können ein bisschen buffen. Ich weiß nicht, ob Krähenfüße was gegen ihn machen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh! Ja! Das läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich kann ihn sogar ein bisschen stunnen. In der Phase zumindest. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich ein Vorteil ist. Es ist merkwürdig, dass ich ihn da stunnen kann. Aber gut. Das wird ein bisschen dauern. Das ist, ich glaube, die Entwickler haben auch aus ihrem Fehler gelernt. Kelly war zu einfach. Wobei das im Kontext mit Nioh 1 auch Sinn gemacht hat. Kelly war ein Feigling, dass er nicht wirklich im Kampf was drauf hatte. Das, war eigentlich zu erwarten. Nein, das tust du nicht. Oh, er ist so schnell. Damn it, lass mich heilen. Ach, jetzt habe ich Blitz drauf. Hat sogar geklappt. Wer hätte das gedacht? Ah, kein Key mehr. Okay, ziehen wir einen zweiten. Was war das? Das war ja gar nichts. Okay. Da kann man ein bisschen was machen. Oh, kein Key. Glück gehabt. Kein Key.
Er ist auf halbem HP unten. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Jetzt hat er auf Blitz gewechselt. Autsch. Heilig. Meine Güte. Gott, ich hasse Blitz. Da kann man ein bisschen was machen. Okay, wir sind wieder zurück normal. Nein. Boah, und dann one-shottet er mich mit einer scheiß Combo. Ach, ich hasse diese One-Shot-Kombos. Ich hatte volles Leben und er macht mich einfach nieder mit einer einzigen Combo. Aber das ist halt new, ne? Du darfst keine Fehler machen. Oder du cheatst das Spiel. Eins von beidem. Und wir versuchen es ohne Fehler. Ich weiß nicht, ob es gelingt. Wir werden sehen. Diesmal war ich schneller. Okay, ein bisschen Glück gehabt. Holy shit. Das hat er noch nie gemacht. Zum Glück haben wir das gerade gesehen. Das hat er kein Key mehr. Er fängt immer mit Feuer an, so wie es aussieht. Ich weiß noch nicht genau, welcher der optimale Zeitpunkt zum Angreifen ist. Den kann man auf jeden Fall nutzen. So, hat den Debuff drauf. Ah, es kommt wieder diese Combo, ey. Na komm. Nein. Lass das. Okay. Blitz. Das war nix. Wir haben jetzt natürlich voll wieder den Blitz drauf. Das Ding hält auch ziemlich lange. Ah, zu früh. Okay, wir sind wieder normal. Jetzt macht er das wieder. Das hat mich abvisiert. Kommt bestimmt eine zweite Phase. Oder? Oh. Wir haben ihm die Hörner abgehakt. Mit dem Spezialdolch. Doch keine zweite Phase? Wie in alten Zeiten. Er ist stark gealtert, oder? Habe ich den Eindruck. して夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む。
Ist er tot? Ist der alte Mann tot? Der ist echt gealtert, oder? Für mich sieht's so aus. Mission abgeschlossen? Nein? Ha. Nun gut, ich meine, wir müssen das berühren. Es ist noch nicht Mission abgeschlossen. Das könnte noch, da könnte noch ein Boss kommen. Oh. Das könnte nur das Vorgeplänkel gewesen sein. Ich hoffe, wir müssen hier jedes Mal wieder Tokichiro besiegen, aber ich glaube nicht. Ach. Der Mönch. Raiden. Kashin Koji. Okay. Dann meinst du, wer du eigentlich bist hier? Du hältst auf jeden Fall was aus. Holy shit. Okay, und du stunst mich auch zu Tode. Wär's, wenn wir uns mal ein bisschen buffen, ne? Okay. Der lässt sich jetzt definitiv nicht mehr stunnen. Autsch. So, wir haben den Debuff drauf. So, jetzt lässt er dich aber stunnen, du Schwein. Au. Das hat weh getan. Aber es ist unterhalb halber HP. Okay. Holy shit. Der hat mir gegeben. So, wir werden sehen, ob wir Tokichiro nochmal besiegen müssen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht jedes Mal durch Tokichiro durch. Ich glaube nicht. Das war auch in Nioh 1 nicht so, dass man die Bosse nochmal besiegen musste. Das ist nur so ein From Software-Ding. Hoffe ich. wir werden es sehen. Stand nicht das Ende der Mission, deswegen. Naja. Scheiße. Ach. Das habe ich überbufft. Damn it. Nein, okay, gut. Das ist schon mal super. Wasser ist, scheint auch ganz gut gegen ihn zu sein. Oh. Wollte ich gerade sagen, Er haut rein. Zweite Phase. Ich glaube, die erste ist nicht so schwierig. Die haben wir ja vorhin schon beim ersten Mal geschafft. Aber die zweite ist ein bisschen eklig. 3, 4. Boah. Viel später muss ich da sein. Okay, das ist ein früher Phasenwechsel. Heilige Scheiße. Okay, er ist wieder allein dran. Ah. Dammit. Lass mich hier raus. Oh, das war ein Grab.
Zum Glück konnte ich... Ich glaube, die anderen kann man mit einem Schlag wegmachen. Boah. Heilung. Scheiße. Da hatten wir nochmal Glück gehabt. Glaube ich. Buff. Okay. 3, 4. Ah, schon wieder zu früh. Das ist super schwierig, da das... Scheiße. Das richtige Timing zu haben. So nicht. Hast fast kein Ki mehr. Trotzdem killst du mich mit deiner blöden Vierer-Kombo fast. Du Schwein. Okay, da hinten ist er. So, können die alle mal wieder weggehen? Der Stunlock halt, ne? Okay, passen weg. Ich weiß jetzt nicht, welcher der richtige ist. Ich habe gerade so eine Ahnung bekommen. Ach, komm schon. In Bewegung bleiben. Scheiße. Na, er war was tot. Ah, diese zweite Phase. Ich darf ihn nicht aus dem Lock-On lassen. Sonst, es dauert viel zu lange, die alle wegzumachen. Beim ersten Mal sind die relativ schnell wieder verschwunden. Vielleicht war das Glück. Ha. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Boss. Sehr interessant. So, wir müssen unsere Buffs ein bisschen sinnvoll einsetzen. Nimm das mal. Diesmal habe ich es richtig gemacht. Boah. Dass der Grab in die Hose ging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir haben ihn fast auf halb unten. 3. Nein, nur 3. Oh nein. Da ist er. Puh. Nein! Lass mich in Ruhe. What? Was geht hier schon wieder? What? Ich hab doch den Konter gemacht. Na komm. Nein. Darf ich mal? Okay, das war gut. Das war schlecht. Ich will ihn eigentlich töten, bevor er nochmal in die andere Phase geht. Scheiße. Hm.
glaube, wir haben ihn. Nein, haben wir nicht. Er hat wieder volle HP. Was soll das? Warum? Wie oft müssen wir den töten? Was ist los? Warum hat er zwei Leben? Hä? Was ist mit dem los? Das ist so ein Ultra-Pinwheel. Meine Fresse. Ich dachte, wir haben ihn. Warum hat er es plötzlich, dass ich... Er konnte sich komplett wieder hochheilen. Das war schon ein bisschen unfair, oder? Nun gut. Lass den Scheiß. Okay, jetzt kommt wieder Gift. Feuer. Oh, zu spät. Zwei, drei, vier. Okay. Dann legt er direkt wieder nach. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Feuer. Muss ein bisschen zu früh schon wieder. Der ist fies. Wenn ich wüsste, was ich falsch gemacht habe vorhin, warum er nicht gestorben ist. Au. Diesmal hat's geklappt. Okay, jetzt... Ah, lass mich doch mal in Ruhe. Na komm. Nein. Ah, das kann man nicht unterbrechen. Keine Ahnung. Diese Phase ist super konfus. Ich meine, ich kann die Typen wegmachen, wenn ich sie einmal hitte, aber dann verliere ich den richtigen aus dem Winkel, aus den Augen. Und ich meine, ich habe ihn ja getötet und er hat, ist dann trotzdem wieder auferstanden. Irgendwas übersehe ich. Nun denn, ich denke, das wird ein bisschen dauern. Der ist wesentlich schwieriger als Tokichiro. So. Okay. Ah, der kann direkt nach dem Feuer. Ah, und ich habe Blitz drauf. Und tot. Es ist halt Permastan wieder. Das ist so ungeil, wenn man keinen Einsiedler hat. Ich fress... Er kann mich, wenn ich keinen Schutz darauf habe, dann macht er mich weg. Ja, man könnte blocken, ich weiß. Aber das machen wir nicht. Wir kriegen das auch so irgendwie hin. Ich meine, wir hatten ihn down. Vielleicht muss ich ihn zweimal down machen, ich weiß es nicht. Der Schutz bringt uns auf jeden Fall ein bisschen was. Ach, genau, ja. Ein Feuer darf ich nicht angreifen. Das ist ganz gut. So. Den Blitz muss ich ausweichen, weil wenn ich verlangsamt bin, dann läuft das nicht. Na, war ein Grab, den hat er nicht hingekriegt.
Ach. Lass das jetzt nicht sterben. Nein! Och Mann, schon wieder im Stunlock. Er hatte kein Key mehr. Wir wären fast wieder in die andere Phase gekommen. Damn it. Ah, das ist so ärgerlich. Ah, dieser Boss, ey. Mich nervt dieser Stunlock so ungemein. Warum haben sie den Einsiedler rausgepatcht? Der war überhaupt nicht OP im ersten Spiel. Das ganze OP-Zeug ist immer noch drin, aber den Einsiedler hat man rausgepatcht. Ach. Mistschweine. Einmal kann man zuhauen, glaube ich. Okay, das ist nur eine Dreier. So, du hast den Debuff drauf. Zwei. Vier. Oh, puh, viel zu früh. So, jetzt haben wir dich. Die Patterns in der ersten Phase kann ich langsam. Ach, okay, das war zu greedy. Buff. Ach, okay. Mal gucken, vielleicht einfach mal nur evaden. Vielleicht einfach mal nur evaden. Für den Moment. Wir haben Gift drauf, ich weiß. Aber das wird gegengeheilt. Was? Okay, jetzt sind die Typis wieder weg. Vielleicht muss ich einfach nur darauf warten. Ach, ich war gerade dabei, das verdammte Gift zu heilen. Jetzt kommt er mit dem Grab. Ja, diesmal nicht, Freundchen. Das ist nur ein Dreier. Naja, nur... Ach, dann liegt... dann kommt eine 6er-Kombo hinterher. Ich darf mich kein einziges Mal von diesen Kombos erwischen lassen. Sonst ist Schluss. Ich komme nicht mehr raus. Ein Fehler und ich bin tot. Ich glaube, das ist der schwerste Boss bisher. Vor allen Dingen, weil er irgendwie mehr als ein Leben hat und ich keinen Plan habe, wie wir dem entgegenwirken können. Auf geht's. Ich würde ihn zumindest gerne noch einmal töten. 2, 3, 4. Ist er ausgewichen? Ja, wir müssen nicht so aggressiv sein. Er kommt ja zu uns. In der Regel. Ah, shit. Und schon wieder eine Combo. Und... Ah, Mann! Bisschen Damage wenigstens noch reinhauen. Und jetzt schon wieder. Kann er einfach nachlegen. Boah. Okay. Bisschen Glück. 3, 4. Ja, eine 3er-Kombo. Und eine 4er-Kombo. Lass das. Okay. Ist der Typ wieder hier? Den einen haben wir. Einfach ausweichen. Oder... Oh.
Heil dich. Glück gehabt. Er hat kein Ki mehr. Aber wir machen zu wenig Schaden, um ihn jetzt direkt zu töten. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Controller. Meine Güte. Oh, dass jetzt auch noch Controller-Probleme dazukommen, das ist sehr nervig. Ich konnte angreifen, aber ich konnte nicht dodgen. Oder vielleicht war das auch er, der irgendwas gemacht hat, aber ich hatte jetzt in dieser Mission schon ein paar Mal irgendwie Controller-Input-Probleme. Von dem her denke ich nicht, dass das der Fall war. Naja, einmal machen wir es noch. Das ist auch super frustrierend, dass man da nochmal Idioten dazwischen packen muss. Das wird nichts. Kann ich euch jetzt schon sagen. Komm da aus der blöden Ecke raus. Da, die Buff ist angewendet. Drei, vier. Zwei. Nochmal. Sehr nice. Bisschen Glück gehabt. Okay. Scheiße. Na komm. Okay. Die Typen sind wieder weg. Scheiße. Bin ihm wieder voll in der Combo drin. Na gut. Da kann ich ein bisschen angreifen. Zwei, drei, vier. Ja, da regeneriert er seinen Dingens wieder. Okay, passiv. Einfach ausweichen, bis die Typen wieder weggehen. Oh. Also natürlich kann mich jeder einfach so platt hauen. Okay. Ich brauche eine kurze Pause. Ich denke, wir beenden an dieser Stelle die Episode. Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Das ist definitiv wahrscheinlich der schwerste Boss bisher im Spiel. Ohne Zweifel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.